Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Wir sind auf dem Weg zu Mrs. Door. Und ja, wir wollen halt gucken, ob wir irgendwie über die See kommen. Marta, what is it? I'm not really looking forward to meeting the widow of the Governor General. Why not? It's just that I've caused so much trouble for her. You have? Yes. If the Vanguard hadn't started meeting here, the Blood Purge might never have happened. Vanguard might be the ones who lit the spark. But it was Lloyd and the Church of Martell who fanned the flames into a raging inferno. Don't beat yourself up over it. Emil, my father was... What happened to your father? Wait, did Lloyd do something to him? I'm sorry. Forget I said anything, okay? Let's get going to the governor's office. Right. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. So, hier waren wir ja eben, also eben für mich und in der Folge, der letzten Folge für euch. Und da ist sie. Oh, you're Marta Lualdi, aren't you? It's been a long time, Mrs. Governor General. Yes, since the Blood Purge. I'm sorry for all the trouble with my father back then. You have nothing to apologize for. But tell me, what's brought you here today? Ja, so habe ich sie mir vorgestellt. Von der Art her, wie sie ist. Vom Charakter. I'd like to take a ship out of the harbor. Emil and I are trying to get to Azuld. Emil. Oh, right. Emil was born here as well. Do you know him? Emil. Emil Castagne, is it? Raisel's son. Yes, that's right. Is something the matter? Oh my. They say eyesight is the first thing to go. I hardly recognized you. I'm sorry, Emil. Not at all. Maybe I'm just easy to forget. Regarding the ship, there's nothing I can do with the ocean in its current condition, but... Is there some other way? Yes. Emil, perhaps you remember Thomas, the fisherman who lived next to you. Thomas, the fisherman. He told me he'd figured out the source of the storms. He set out for the dynasty ruins up in the Kamizra Mountains, but no one's heard from him since. Perhaps if you found Thomas... So basically we should go to the Kamizra Mountains to look for Thomas? Oh no, the Kamizra Mountains are far too dangerous. We're sending out a search party to look for him. You can wait here until they return. What should we do? If we stay here, it's just a matter of time before Alice finds us. Wait, you wanna go? Don't you? I'll go. I just don't like scary places. Sorry, Emil. So we'll go and look for Thomas. I can see you've made up your mind. I won't try and talk you out of it, but please, do be careful. Werden wir sein, keine Sorge. Cutscene. So you're protecting her? Thanks, Emil. Thank you so much. Oh, ist sie rot geworden? I made a pact. A pact to borrow Ratatosk's power, so I would be able to protect Marta. So I'm not gonna let anyone hurt Marta ever again. Not even you! You actually made a pact with Ratatosk? You fool! Yes, why not? Sieh an, wer da ist. Sorry about that. It looks like my hand just slipped there a bit. Ich liebe dieses Spiel. My darling kitten, you're not hurt, are you? Wait a minute, aren't you?
Well, hello. I don't know who you are, and normally I could care less about some guy knowing who I am. But one thing's for certain. You need to learn the proper way to treat a true lady. Or perhaps you want to go up against me and that kid. Doubt you'll get far with that battered body. No thanks. I think I'll pass. You two are not my concern. Emil, Alice is plotting something. Be careful. Thank you so much for helping me just now. What was your name? I'm the great Zelos Wilder, but you can call me Zelos. I'd love to take you out tonight, but I have an appointment at the Governor General's office. Until next time, ciao, Princess. So that was Zelos Wilder? Zelos Wilder? How do you know him? A man with red hair. He might be the chosen of Tethaala and one of Lloyd's companions. What? That's what I thought at first. But there's no way the chosen would act like that. Yeah. That guy couldn't be more different from Colette if he tried. I know. Let's head to the Dynasty ruins in the Kamisra Mountains, okay? Ach ja, so, dazu muss ich jetzt noch einen kleinen Schwenk erzählen. Für die, die den ersten Teil nicht kennen, ist es so ein bisschen Spoiler. Deswegen würde ich euch raten, ein paar Minuten vorzuspringen, bis ich mich hier wegbewegt habe quasi. Zelos ist ja bei uns in dem Spiel, was ich gespielt habe, dem ersten Teil gestorben, aber das war eben nur ein kleiner Plot-Teil, da musste man bestimmte Dinge für erledigen, damit das funktionierte. Und deswegen, denke ich mal, sind sie ja dann in dem Teil hier davon ausgegangen, dass Zelos eben noch lebt. Was ich auch ziemlich cool finde, weil ich mich wirklich freue, ihn hier nochmal zu sehen. Weil es ist einfach Zelos und er ist einfach, oh. Herrlich, alleine wie er aufgetreten ist. Wunderschön, ich liebe das einfach, diese ganzen Leute zu treffen. Es ist wirklich super gemacht, finde ich. Okay. Auf zu den Kamisra-Bergen. So, just where are the Kamisra Mountains? What? You mean you didn't learn that in school? Huh? Anyone from Palmacosta should know where they are. I... Perhaps he wasn't paying attention in geography class. Emil is a bit of a dreamer, after all. I see. That's okay, Emil. You could be as bright as a star or dumb as a post. It still wouldn't matter to me. But that's sort of like saying it's okay that I'm an idiot. Oh. I suppose it is. So the Kamisra Mountains, they're just south of town. Now let's get going. Okay. Oh, herrlich. Oh, hab ich schon gesagt, dass dieses Spiel super cool ist? Oh, guck mal. So, Colette is not the only one who bears the title of Chosen. Nope, both Silverant and Tethaala each have their own Chosen. But only Colette is called the Chosen of Regeneration. I wonder what sort of person the Chosen from Tethaala is. From what I've heard, he's good looking and has red hair. The guy we just met could have fit that description if he hadn't opened his mouth. I don't know. As far as redheads go, I'd say Richter is about 100 times cooler. Emil, Richter is our enemy. Oh, I mean, yeah, I know, but... And anyway, you're 1,000 times cooler than Richter. Thanks. Love is truly as blind as they say. Oh, Tenebrae's Kommentare sind einfach super. Muss man mal so einfach sagen. Krass. So these are the Dynasty ruins? Yes. They say that this was one of the palaces of the Silverant Dynasty 800 years ago. Marta, I've been thinking about something Richter said to me.
He said the Vanguard wanted to use Ratatosk's core to revive the Silverant Dynasty. Before all of this happened, I used to agree a little with what the Vanguard stood for. That they were fighting to save the Silveranti from the Tetha Allans, and that Lloyd was their sworn enemy. But what does reviving an 800-year-old dynasty have to do with saving the people of Silverant? The Vanguard's commander, Brute, thinks that the people need strong leadership in order to live in peace. He wants to be crowned the king of Silverant. It's so stupid. So you left the Vanguard because you didn't want to be a part of their ridiculous plan? Yeah, that's right. Good. I was worried that maybe you felt the same way as the rest of them. Of course not. Right, but what are they planning on doing with Ratatosk's core? I remember them saying something about a mana cannon. What's that? It seems to be some type of ancient weapon, but that's all I really know. Anyway, shouldn't we be looking for Thomas? Oh, that's right. Sorry for getting us off track. Ach ja, die Mana-Kanone. Boah, haben die viel zu reden. The Vanguard is trying to revive the Silverant Dynasty, right? Yes. They say that the Tetha Allans treat Silveranti poorly because we lack a unified government. Considering the two sides' common human heritage, why is it that Silverant is without a more central leadership? Before the regeneration, Silverant was ravaged by the evil Desaians. All the main centers of power were destroyed. After that, everyone lived in smaller towns and villages. And did Tetha Alla suffer a similar fate? Their king apparently succeeded in keeping the country united. And the Church of Martell has favored Tetha Alla ever since the two worlds became one. Silverant has always ended up with the short end of the stick, both before the regeneration and after. Are the people of the church really that bad? They are, if you ask me. You'll see for yourself soon enough. They've got a pretty twisted dedication to their religion. Hi! Meine Güte, nee, Leute, jetzt will ich erstmal wieder kämpfen. So. Ich muss einfach erstmal wieder irgendwen verkloppen. So, das reicht jetzt. Oh ja, ich will eine Meerjungfrau. Warum ist Martha blau? Aber es wirkt nur sie so blau, bin ich auch blau. Aua. Lass mir auch was übrig. Die will ich haben. Die will ich haben, die will ich haben. Na komm. Jawohl. That was too easy. Ventania hat das Level 9. Ja, Egel. Ja. Dann gucken wir mal. Ah, ich liebe seine roten Augen, wenn er im Red Tusk Mode ist. Muss ich irgendwas drücken? Ah, Egel ist beigetreten. Jetzt haben wir einen Egel im Team. Leute. Was zum... So, ich denke aber mal, wir sind ja jetzt hier in irgendwas... Wo sind wir jetzt eigentlich? Also, es sieht auf jeden Fall sehr wasserlastig aus mit dem Egel hier. Ach, der Egel, das ist die Praline, heißt das Ding. Oh. Heißt, ich würde Ventania gerne gegen Strudel austauschen, damit wir ein Wasserviech haben, um eventuelle Sachen zu verstärken. Donnerumhang. Schauen wir mal. Wir haben einen Giftbann. Leichter Wasserwiderstand, das ist sehr gut. Entschuldigt. Nehmen wir den Donnerumhang. Würde ich sagen. Laterit hat Giftbann und Siegelbann. Versiegelte Arzt zu verhindern. Okay. Ja, das hilft uns gar nichts. Dann machen wir das so. Lange Stiefel und das Heilungszeichen. Gut. Wirkt sinnvoll. Dann gucken wir mal weiter, was wir noch so finden. Und, ja, machen einmal Vaterliebe. What? You want me to eat this? You're so mean. I poured my heart into this. Oh, I'm sorry. It might not look like much, but it tastes great. Try it. Okay. Here goes. Well, Daddy always said he loved my cooking. Emil,
He appears to have fainted. Ah, ja. Aber natürlich, Töchterchen, dein Essen schmeckt super. Ich vermute mal so in etwa. Ja, schade, uns fehlt ein Wasserziegel-Dings. Es wäre ganz toll, wenn du mal Lazuri teilen könntest. Please. Ich hätte nämlich gerne noch einen Kumpan. Ach, kacke, das müssen wir jetzt nochmal machen. Und Lazurit kannst auch mal den hier heilen. Komm schon, Lazurit, du musst das doch auch können. Oh ja. Sehr schön. So, jetzt haben wir drei Symbole, das sollte reichen. Vielleicht kriegen wir ja dann jemanden. Na komm her. Ich benutze kaum Arzt irgendwie. Warum fällt mir, also die Krone ist mir ja tatsächlich eben schon aufgefallen. Ist das so ein Ding, was wir was wir ihr angezogen haben? Laterite Level 10, Strudel Level 8, Praline Level 2, Strudel hat diese Art Lebenskraft erlernt. Praline hat die Fertigkeit gegen magische Monster 1 gelernt. Ach, schade. Okay, lieber Strudel, die KP eines Verbündeten heilen. Nice! Heilen Anfänger, das ist quasi genau das gleiche, nur dass das First Aid billiger ist. Und dass man Erste Hilfe auch außerhalb benutzen kann und Lebenskraft nicht. Interessant. Okay. Ich frage mich, wann Laterit sich wieder, sag ich mal, in Anführungszeichen entwickeln kann. Ist jetzt Licht. Lass uns das mal anschauen. Ah, ja, können wir ja gar nicht, richtig. Der funktioniert jetzt ein bisschen anders als im ersten Teil. Da hieß es ja auch noch der Ring des Mana, glaube ich. Können wir dich damit irgendwie schocken? So, piu! Oh ja, cool. Ja, aber damit locke ich ihn an. Das ist natürlich doof. War jetzt eigentlich nicht der Plan. Weil ich mache das ja gerne mit dem von hinten überfallen. Oh, mein Kabel hat sich hier verhakt. Geben wir denen gerade mal die Zeit, so ein bisschen von Laterit platt gemacht zu werden. Ich glaube, ich muss nachher nochmal die Formation ändern. Das Problem bei Martha ist einfach, dass sie, ja, ich weiß nicht, sie ist nicht so sehr im Nahkampf drin und verliert deswegen sehr schnell Mana. Eigentlich müssten wir ihr irgendwas Mana-Artiges mal geben. Bam. Und Praline hat das Level 3. Ja gut, die leveln natürlich jetzt gut hinterher bei sowas. Erstmal. Praline ist einfach ein Egel. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt überhaupt noch welche mitnehmen, weil wir ja keinen Platz mehr so gesehen haben, ne? Werden die quasi, ja, um ein Po... Wie geil das ist! Ich will haben. Haben will. Ist das wie bei Pokémon, dass die dann in die Box geschickt werden oder sowas? Schweinswal. Aha. Süß. Da kam jetzt... Ach, die können auch diese Elementardinger beeinflussen. Das ist natürlich cool. Aua. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Nee, also jetzt ist er unten nicht mehr, okay. Ja, das wird wohl nichts, Martha, wenn du das so weitermachst. Bam. Ja, ja. Strudel hat Level 9, Vitania Level 10, Praline Level 4. Martha hat Barrier erlernt, okay. Ja, ich will den Schweinswal. Und der Wolf kann da helfen? Okay. Weil es ein Schweinswal ist. Nee, hä, verstehe ich nicht. Warum kann denn der schwarzmagische Wolf helfen, aber der wassermagische Seegurken-Dings nicht? Keine Plan. Ja, wir haben den Schweinswal. Es sind zu viele Monster in der Gruppe. Bitte wähle ein Monster aus, um uns aus der Gruppe zu entfernen. Doris, der Schweinswal. Ich liebe dich jetzt schon, Doris. Laterit, Strudel, Ventania und Doris. Ah, super. Das ist so klasse.
So, Praline darf weg. Praline brauche ich nicht. Ich finde das Element mit diesem Monster-Sammeln einfach so klasse. Das ist unglaublich. Ah, herrlich. So, okay. Mach mal auf hier. Echsenhaut. Okay. Und, was haben wir hier oben noch? Hier oben war doch was, oder nicht? Außer dir. Gut, den machen wir noch fertig hier. Zombie. Zombie hätte ich auch gern. Ich hätte alles gern eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber ich glaube, da muss ich einfach mal irgendwann überall rumlaufen und alle möglichen Monster sammeln und da ein bisschen rumtrainieren, so als einfach nur für mich. Ach genau, ja. Barrier ist definitiv eine Art, was du nicht benutzen sollst, weil das so ein Status-Art ist. Also wer sich auch an den ersten Teil erinnert, wir haben Rain gehabt als reine Heilerin, das heißt, sie konnte nicht wirklich richtig kämpfen, außer dass sie später einige mächtige magische Sprüche gelernt hat. Aber sie hat auch ihr Mana immer mit solchen Sachen verschwendet, wenn man das nicht ausgeschaltet hat, und das habe ich deswegen halt meistens ausgeschaltet. Weiße Handschuhe. Okay, dann gehen wir mal in die Ausrüstung. Weiße Handschuhe. Okay, sehr schön. Brauthandschuhe? Warte, was hat sie jetzt eigentlich auf dem Kopf? Das würde mich doch interessieren. Ah, die Tiara der Tränen. Verändert die Erscheinung im Kampf. Hat die das im Kampf auch auf? Süß. Okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tales of Symphonia Dawn of the New World wieder. Und ja, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Bis dann. Ciao.